Letzter Tag des Protestsommers 2012. Die Aufregung bei den Teilnehmern steigt. Während die einzelnen Gruppen auf der Bühne des Campus-Theaters für die Abschlusspräsentation üben, ist Zeit für uns noch einmal die Idee hinter der Projektwoche herauszustellen. Der Protestsommer ist eine Ferienaktion des offenen Kanals Merseburg-Querfurt. Dieses Jahr zum zweiten Mal. Im letzten Jahr ging es um das Thema Musik und Protest. In diesem Jahr geht es um das Thema Theater in Verbindung mit Medien. Jungen Menschen wird hier die Möglichkeit gegeben, sich zu äußern, vielleicht Probleme mit dem Mittel Theater einfach mal zum Ausdruck zu bringen. Und wer fordert ihn? Diese Ferienaktion wird gefördert durch die Medienanstalt Sachsen-Anhalt, durch das Jugendamt des Landkreises Saalekreis und die Hochschule Merseburg. Zwischen den Proben nahmen wir die jeweiligen Gruppenleiter einmal kurz zur Seite und fragten sie nach ihrem Fazit der Woche. Wir hatten ein super Gruppenklima, wir haben gut zusammen gearbeitet, wir hatten sehr viel Spaß, wir haben ganz viel gelacht und haben auch tolle Szenen erarbeitet zu ganz verschiedenen Themen, die den Teilnehmern auch auf dem Herzen lagen, und denke, dass wir da top Szenen entwickelt haben. Was schätzt du, was hat es deinen Teilnehmern gebracht die Woche? Wir haben Theatermethoden gelernt, ich denke auch Sicherheit auf der Bühne und im Schauspiel. Auch die Körpererfahrung, Selbsterfahrung hat, glaube ich, was gebracht. Und auch die Auseinandersetzung mit den Themen, die wir in den Szenen thematisieren und dann auch den Protest dagegen umsetzen. Ja, es war eine sehr spannende Woche, das können wir, glaube ich, sagen. Es ist ganz viel passiert. Die Köpfe haben teilweise sehr geraucht. Themenfindung, Texte. Und jetzt gab es noch ganz schön viel Aufwand im Spiel, oder? Man hat auch wieder mal gemerkt, dass so eine Woche intensiver Projektarbeit so schnell vergeht. Also die Woche ist vergangen wie im Fluge. Und natürlich hat man nicht alles geschafft, was man sich am Anfang der Woche vorgenommen hatte. Aber trotzdem können wir wirklich stolz auf die Gruppe sein. Und die haben sich wirklich nette Sachen einfallen lassen zum Thema Protestsommer und bringen das hoffentlich schön auf die Bühne. Ich denke doch, dass sie das werden. Das machen sie schon. Mein Fazit der Woche ist super. Das Projekt ist nicht nur ein Test geworden, sondern ein super gelungenes Projekt. Die Teilnehmerinnen haben ihre eigenen Puppen gebaut, ihre eigenen Charaktere entworfen, haben gesellschaftskritische Themen sich ausgedacht, zu denen sie Szenen entwickelt haben, selbstständig. Und dann ist das Regiebuch auch eigentlich wie fast von alleine entstanden. Die Lotti hat sich hingesetzt und hat alles zusammen verfasst. Und das ist einfach eine super top Arbeit. Also mein Fazit fällt positiv aus, weil die Gruppe fleißig dabei war, die Aufgaben zu bewältigen, die sich halt stellten. Dazu gehörten halt die Videoaufnahmen zu machen, also die Dokumentationsaufnahmen, die Interviewaufnahmen, die Texte mussten halt geschrieben werden, eingesprochen werden, der Schnitt musste bewältigt werden. Das Ganze natürlich immer unter einem gewissen Zeitdruck pro Tag, weil eben halt immer eine 5-minütige Sendung produziert werden musste bis 18 Uhr. Das hat eigentlich jeden Tag geklappt. Das heißt, wir waren immer um 18 Uhr auf Sendung. Das ist erstmal positiv. Und ich denke, nebenbei hat die Gruppe, die einzelnen Teilnehmer gelernt, ein bisschen auch was Kreatives. Also was macht ein gutes Bild aus? Wie muss ich mich beim Interview anstellen? Wie schneide ich denn relativ genau und gut? Und das hat funktioniert und deswegen sehe ich die Woche als gelungen und positiv an. Damit verabschiedet sich das Dokumentationsteam für den Protestsommer 2012 von Ihnen. Bis zum nächsten Jahr.